So Leute, ein ganz recht herzliches Willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Und zwar, heute trete ich meinen ersten Vlog an. Und zwar habe ich mir gedacht, wie ihr sicherlich schon am Titel lesen konntet, es geht um die Tatras. Die Tatras sind in Leipzig noch unterwegs, aber nicht mehr so viel. Sind noch ganz wenige, aber gerade fahren sie auf ganz vielen Linien einzeln rum. Und da habe ich mir gedacht, ich werde mal einfach mal so sagen, ich werde rumfahren und gucken, was ich so erwische, wie viel ich erwische und werde dabei Videos drehen, beziehungsweise mal ein Vlog. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr das findet und ob ich das mal öfters machen sollte, mal wieder. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt durch die Reise für Leipzig mit den Tatras viel Spaß. Was ich gerade noch finde, wie ich wo, wann langfahren werde, in welcher Reihenfolge. Das ist mir rein theoretisch jetzt wurscht. Kommt ja auch darauf an, wie die Straßenbahnen unterwegs sind, wo ich die erste Tatra sehen werde. Aktuell befinde ich mich noch in der Haltestelle der Linie 10, 11, beziehungsweise wo die 4 dann auch noch kreuzt. Gehe auch schon mal Lindenthaler Straße. Auf der 11 soll auch und auf der 10 in Umlauf sein. Mal gucken, was sich jetzt so trifft. Und ganz wichtig, ich werde auch noch andere Straßenbahnen zeigen, weil damit auch trotzdem ein bisschen Abwechslung rein. So, die 10 ist auf dem Weg hierher und ich habe gerade gesehen, hinter mir kommt auch durch Zufall gleich ganz am Anfang die Tatra auf der 10 und da werde ich gleich bis Lös nicht durchdüdeln und Aufnahmen machen. Also viel Spaß. Wie ihr sicherlich gerade gesehen habt, sind wir jetzt mit der 10 in Lößnig hier angekommen. Und ich habe gerade gesehen, auf der 16 steht durch Zufall gerade die Tatra hier. Und das heißt, ich werde jetzt von Lößnig in Richtung Messegelände mit der Tatra weiterfahren. Und ich wünsche euch jetzt auch weiterhin viel Spaß. Now I can't seem to define. You and I were like brothers, stuck together in hard times. Now it all seems to decline. I've written one more song before everything goes wrong. One more song for keeping us going on. One more song before everything goes wrong. One more song for keeping us going on. All the noise and all the trouble might have made us lose our minds. All he needs just little time. One more song before everything goes wrong. One more song for keeping us going on. One more song before everything goes wrong. One more song keeping us going on.
crazy. Then the table turns around. Now you seem to realize I've written one more song before everything goes wrong. One more song for keeping us going on. I'll sing you one more song before everything goes wrong. One more song for keeping us going on. Aktuell stehe ich hier an Johannesallee. Ich bin jetzt, wie ihr gerade sicherlich gesehen habt, hier ausgestiegen und warte jetzt auf die nächste Linie, und zwar die Linie 2. Auf der Linie 2 habe ich das große Glück, da fährt durchschnittlich jeder Umlauf eine Tatra, also das wird sehr leicht, eine zu erwischen, und fahre jetzt in Richtung Grünau Süd. Aktuell sind es noch 5 Minuten, bis sie kommt, und ja, viel Spaß. Die Stunden, alles scheint.
Leute, wie ihr jetzt sicherlich gesehen habt, ich bin jetzt mit der 2 bis hier zum Ratzelburg gefahren, also quasi die Endstelle der Linie 2. Und aktuell warte ich auf die Linie 1, da ist eine Tatra hintergefahren und ich warte jetzt, bis sie wieder vorne ist und da fahre ich dann in die andere Richtung und zwar nach Schönefeld. Also viel Spaß. Wir sind jetzt hier an der Haltestelle Stanne beim Platz ausgestiegen und wir haben gerade, wo wir über die Brücke gefahren sind, ein paar Ludmillas stehen sehen und da haben wir uns gedacht, wir gehen jetzt mal kurz nach den paar Ludmillas gucken. Die Aufnahmen werde ich auch mit in den Vlog reinschneiden, also das wird nicht wegfallen, habt keine Angst und ja, bis gleich. Aktuell sind wir jetzt wieder fertig mit dem bisschen Spotten. Wir haben auch ein ICET gesehen, fünfteilig. Da konnte man auch ein bisschen Fotos machen, war bloß schwierig, man kam nicht so richtig ran. Und an die Loks kam man auch nicht ran, da konnte man bloß von der Brücke fotografieren. Macht aber nichts, ich habe trotzdem ein paar Bilder aufgenommen und jetzt aktuell sollte gleich wieder die Tatra kommen in die andere Richtung, also Richtung Lausen. Und dann werden wir auch gleich mitfahren und ja, vielleicht haben wir ja Glück und treffen direkt am Bahnhof oder so die 4, wo die Tatra auch fährt. Jo. Aktuell sind wir jetzt wieder mit der Tatra von Stadt beim Platz bis zum Hauptbahnhof gefahren und jetzt aktuell tun wir warten entweder auf den Umlauf auf die
von der 12 oder auf einen von den beiden umlaufen auf der 4. Weiteres seht ihr dann gleich. Es kommt die 7, eine Tatra, mit der werde ich jetzt mitfahren und ja. Leute, wie ihr jetzt sicherlich gerade gesehen habt, sind wir jetzt an der Haltestelle Sportforum Süd angekommen, weil diese Bahn endet hier durch Gleisbauarbeiten und wir warten jetzt, bis die Bahn wieder zurückkommt und dann fahren wir erstmal wahrscheinlich wieder bis zum Hauptbahnhof. Also seid gespannt. Leute, jetzt kommt unsere Tatra wieder mit der 7, mit der wir wieder zum Hauptbahnhof fahren. Und ja, ich sag auch so, viel Spaß bei der Einfahrt und mit Jet planes in the night sky with you. Getting high in the sunrise with you. Getting through all the bad times with you. I wasn't missing a thing, no I do. And I wish that I could build a time machine. Time moves on, and now you're gone. Oh, if only I could build a time machine. I'd come and get you, I can't forget you. Habt, bin ich jetzt wieder am Hauptbahnhof angekommen und bin jetzt rausgestiegen, habe noch durch Zufall einen Umlauf der Gegen 7 gesehen und jetzt aktuell befinde ich mich auf dem Rückweg nach Hause, den werde ich jetzt auch noch ein bisschen mit dem Vlog verteilen. Da steht schon da hinten meine 10, die werde ich gleich auch direkt nehmen und ja, das war's für mich heute. Es ist jetzt schon aktuell 17.30 Uhr durch. Ich habe rund 13.30 Uhr losgemacht, also es war heute ein sehr schöner Tag, war auch eine sehr schöne Zeit, also hat sich auch wirklich gelohnt und we'll be right back.
Leute, so, ich würde sagen, das war's jetzt mit diesem ersten Vlog auf meinem YouTube-Kanal. Ich fand es sehr interessant, mal das Gefühl zu haben, einen Vlog zu machen. Weil irgendwie finde ich, das ist schon ein sehr anderes Feeling, als wenn man einfach nur so filmt. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr den Vlog fandet, wie ihr das findet überhaupt, dass ich einen Vlog mache, ob ich weitere Vlogs mal machen soll. Und überhaupt, ob ich mal weitere Vlogs hochladen soll. Ja. Also ich würde mich dann jetzt verabschieden. Ich freue mich, wenn ihr euch weiter auf meine Videos einschaltet. Und ja. Ciao.